möchte ich euch ein Lesezeichen zeigen, wie man das macht als Rentier auf Wunsch von einem Abonnenten. Ich habe ihn in zwei Größen. Es liegt aber nur an der Wolle, weil die hier ist dicker. Okay, bis gleich. Also für dieses Rentier-Lesezeichen brauchen wir dieses braune Garn für hier oben. Dann das Beige. Jetzt habe ich nicht mehr dieses Hellbeige. Ich habe ein etwas dunkleres Beige. Das nehme ich jetzt. Dann habe ich für hier ein etwas dünneres Garn genommen, weil mir war das mit dem anderen zu dick. Dann brauchen wir etwas Filz für hier unter die Augen. Und da habe ich hier zwei so Perlchen. Gehen wir jetzt hier dran, so kullern sie mit, weg. Nähgarn für festzunähen. Und hier entweder rosa oder lila, irgendeine Kontrastfarbe. Würde vielleicht auch lindgrün aussehen. Okay, ja, ich glaube, das wäre das Häkelnadel. Einmal diese dünnere, das ist in 1,5 für diese dünne Garn. Und für diese etwas dickere habe ich 2,5. Dann natürlich meine Anleitung. Okay, dann fangen wir mit diesem beigen Kopf zuallererst an. Da machen wir einen Fadenring um den Finger rum, holen uns den Faden, machen den fest. Und jetzt habe ich da 6 feste Maschen. Also 6 feste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der wird jetzt etwas größer, weil die Wolle etwas dicker ist. Die Anleitung ist immer dasselbe, kommt immer nachher auf die Wolle drauf an. Und jetzt brauche ich einen Gedächtnisfaden, also irgendeinen Kontrastfaden, den ihr hier reinlegt, damit ihr immer wisst, wo der Anfang und Ende ist. Und jetzt sind jede feste Masche 2. Also fangen wir hier in die erste an. Und da machen wir 2 feste Maschen. So, in die nächste 2 feste Maschen. Und so weiter rum. Dann in die nächste. Jede zweite 2, dritte 2, vierte und so weiter. 8., 11. bleibt und dann nehmen wir hier ab. Also bis hier mache ich jetzt mal fertig. So, jetzt habe ich bis zur 11. Reihe fertig. Jetzt müssen wir ja zusammenstricken, häkeln, weil es muss ja hier nachher diese Rundung geben. Also mein Gedächtnisfaden lege ich jetzt nach vorne, war das hier. Und jetzt wird bis 5 gehäkelt. 1, 2, 3, 4, 5. Und die 6. und 7. zusammen. Also 6., 7. zusammen. Wieder 5 häkeln. 1, 2, 3, 4, 5 und wieder die 6. und 7. zusammen. Und so machen wir das rundum. Dann die 5., 6., 4., 5. und so weiter. Der 2., 3. und dann mit Bastelwatte füllen, dann wäre der Kopf fertig. Aber ich mache dann meistens die Bastelwatte hier schon an der 3., 4., sonst ist mir das Loch nachher zu eng, um die Watte reinzufüllen. Okay, bis hier machen wir. Und dann wird das hier zusammengehäkelt. Aber das zeige ich euch dann. So, jetzt habe ich den Kopf fertig. Den Gedächtnisfaden können wir jetzt erstmal rausziehen. Jetzt habe ich ja diese 12 feste Maschen über. Und die häkeln wir jetzt zusammen. Also 6 feste Maschen. Jetzt kneifen wir das hier was zusammen. Und gehen hier rein und da häkeln. 1, 2, 3, 4,
5, 6. So, jetzt haben wir den Kopf zusammengehäkelt. So, zugehäkelt. Jetzt machen wir die erste und in die letzte 2 rein. Also hier in die erste häkeln wir 2. Dann häkeln wir normal weiter. Und in die letzte wieder 2. Und so machen wir das hier bis zur 21. Seht ihr, dann haben wir hier dieses Schräge hier. Und dann häkeln wir, jetzt habe ich bei dieser Wolle 41 Reihen in Stäbchen gemacht. Das könnt ihr jetzt machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch feste Maschen, aber dann müsst ihr euer Buch nehmen und das messen. Je nachdem, ich habe extra auch ein großes Buch genommen, wo der reinpasste. Dann passt er bei kleinerer auch rein. Seht ihr? Wunderbar eigentlich so. Und dann messt ihr das zwischendurch ab, wie viel ihr doch jetzt braucht. Da könnt ihr euch nicht immer danach richten. Wie jetzt mit dieser dicken Wolle werde ich bestimmt nicht 41 Reihen brauchen. Das muss ich dann nachher hier dran ausmessen, dass ich auch diese Länge kriege. Und dann kommen die Füße dran. Also jetzt mache ich erstmal dieses mittlere Stück, weil dann ist immer dasselbe. So, jetzt habe ich das bis hier unten fertig. Ich habe auch schon ein Bein dran gehäkelt. Jetzt zeige ich euch, wie das Bein dran, also 5, da habe ich mir vertan, nicht 2, hier kommen auch 5. So, also 5 feste Maschen hinter. 1, 2, 3, 4, 5. Also wir nehmen ja eigentlich immer die Maschen so. Jetzt nehmen wir aber nur die hintere, häkeln jetzt, machen fest den Faden, häkeln hier 5 Stück, 1, 2, also immer die hintere Masche, 2, 3, 4, 5. Jetzt drehen wir das so rum und jetzt steht da vordere Masche. Jetzt haben wir die hier, die vordere Maschen ja hier. Und da häkeln wir jetzt weiter, wieder 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt tun wir das zum Kreis schließen. Machen wir hier so eine Kettemasche, wenn ihr wollt. Okay, und jetzt machen wir bis zur 6. Reihe immer hier rundherum 6 Reihen. Das sind dann 10 feste Maschen. Und dann haben wir bis hier, dann kommt hier die Spitze, hier der Fuß, sagen wir, das ist das Bein, das ist der Fuß, kommen braun. Brauche noch einmal die 10 und dann gehe ich einmal 5., 6. zusammen, die nächste Reihe 4., 5., 3., 4. Und hier tue ich etwas Bastelwatte rein, damit das gut steif ist. Nachher hier in die Hörner kommt keiner rein. Also, dann machen wir das bis hier. Okay. So, also, jetzt haben wir den Kopf fertig. Und die Beine sind fertig. Seht ihr? Jetzt kommt der Kopfdeckel. Und zwar hier dieses braune, hier ganz so rum kommt. Da brauchen wir das nächste Blatt. Da habe ich ja dieses braune. Da machen wir hinten etwas länger der Faden lassen, weil wir müssen es ja auch dran nähen. Dann braucht er nicht eine andere Faden. 4 Luftmaschen. 2, 3, 4. 3 feste, also in die zweite Luftmasche rein. 1, 2, 3. Dann drehen wir das rum und dann in die erste 2 feste Masche. Also hier 2. 1, 2
und dann 2, 3, 4. Wieder umdrehen, wieder in die erste 2, 1, 2 und so weiter. Dadurch kommt diese Schräge hier. Dann geht in die erste und in die letzte. Wie sind denn 8? Und das sind ein paar Mal und die 8. Elfte bleibt. Und dann hier hinten, um das hier ein bisschen dann wieder zurückzumachen, wieder abnehmen. Okay, das machen wir. Die Ohren sind ja ganz einfach, deshalb habe ich sie auch schon gemacht. In beige, Fadenring, jede feste 2, jede zweite 2, dritte, vierte und die 6. bis 13. lassen wir. Dann hatte ich ja hier dieses lilare. Das ist auch ganz einfach. Da kommen 6 Luftmaschen. Jetzt bedecke ich das doch. Da, 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In die zweite wieder rein. So wie eben das Oberteil. Und jetzt 5, 1, 2, halt, 2, 3, 4, 5 und zurück. Noch einmal 5, also drehen und dann hier. Na, das ist immer ein bisschen schwerer, weil ich will ja nicht da, ja, da tun wir da rein. 1, 2, 3, 4, 5. Bei dieser Wolle, die war dünner, hat das vollkommen gereicht. Was ich hier jetzt festgestellt habe, war dadurch, dass die Wolle dicker ist, war mir das einfach hier nur zu dünn. Jetzt bin ich noch einmal zurückgegangen. Hier steht nämlich so und habe denn hier in diese 2 in eine getan, hier an der Spitze, und bin jetzt hier noch einmal zurückgegangen. Dadurch ist es etwas breiter, sonst verliert sich das in dem Ohr so. Weil die Wolle ist dicker. Und zum Schluss in Kettemasche. Damit das hier doch was ist. Sonst war das einfach zu dünn. Und wenn ich das jetzt hier so zusammen nachher hier dran nehme, sieht man das lila nicht. Und das sollte man ja sehen. So, und dann die Hörner. Habe ich auch schon soweit fertig. Da habe ich stehen kleines Teil, großes Teil. Seht ihr, das ist das große und das ist das kleine. Ist genau alles dasselbe, bloß dass das eben das kleine kleiner ist. Hier habe ich sie fertig, so einzeln, und die näht ihr jetzt hier dran. Momentan annähen ist egal, welche Seite. Ihr müsst nur nachher, wenn ihr das an den Kopf näht, aufpassen, dass ihr das dann so dran näht, dass das nach außen hängt. Ja? Okay, dann haben wir das, das und dann kommt nachher die Nase. Jetzt mache ich das erstmal fertig. Jetzt wollte ich euch noch zeigen mit dem Ohr annähen, dass das hier unten so schön gequetscht ist. Dann nehmt ihr zuerst das, quetscht das hier zusammen und dann näht ihr hier das zu. Dann habt ihr hinterher beim Annähen einfacher. Seht ihr? So, dann habt ihr das schon etwas. Und dann hier dran nähen. Müsst doch gucken, dass das dieselbe. Ja, okay. Also, das wird jetzt hier festgenäht. Dann das Horn. Wie gesagt, guckt, dass das so nach außen gerichtet ist. Dann habe ich hier die Nase. Da habe ich eine Reihe jetzt mehr gemacht, weil der Kopf dicker ist. Weil sonst sah das so
So als ob man wollte und ich könnte aus. Das kommt jetzt hier drauf genäht. Dann machen wir aus Filz. Seht ihr, ich wollte, dass unter die Perle dann ein bisschen Filz rauskommt. Nehmt euch irgend so einen Rest. Ich sag ja immer, nichts wegwerfen, man kann ja alles noch gebrauchen. Und schneidet den und macht das doppelt, damit ihr die gleiche Größe habt an alle beide Augen. So ein bisschen raus. Könnt ihr immer noch was nachschnibbeln. So, das kommt hier mit eurer Perle. So, okay. Und dann haben wir es bald fertig. An das Schnäuzchen, da habe ich auch diese dünne. Und da stickt ihr dann hier die Nase so da drauf. Okay, das machen wir jetzt. So, jetzt haben wir es fertig. Er ist jetzt etwas größer wie der andere. Seht ihr? Es kommt immer auf die Wolle drauf an. Die Anleitung ist dasselbe, das ist bloß dickere Wolle wie diese. Okay, tun wir das hier in Buche rein, das hier oben drauf. Und jetzt zeige ich euch noch einmal meine Anleitung. Das ist der Kopf, tut den Computer auf Vollbild und auf Stand und könnt das abschreiben. Dann kommt hier der Kopfdeckel. Das ist dieser hier, der braune. Dann kommt das Ohr, der Hörner, klein, Großteil. Dann die Nase. Das war denn hier oben der Rest. So, okay. Meine zwei Rentierzeichen. So, und wenn es euch gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben und über jedes Abo würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal.